Hi Markus, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein bei euch im Laden. Ja, Cyberport ist ja seit kurzem Lead Entertainment Partner der NFL Deutschland. Und die NFL ist auch genau das richtige Stichwort. Wahrscheinlich kenne ich die meisten schon. Magst du dich trotzdem kurz einmal vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, ich bin Markus Kuhn, einer der wenigen Deutschen, die in der NFL gespielt haben. War 4 Jahre bei den Giants und auch noch ein bisschen bei den Patriots danach. Bin der erste Deutsche, der einen Touchdown geschafft hat in der NFL und arbeite jetzt für die NFL, aber auch die Patriots und die Spielergewerkschaft und mehrere Leute, die am Wachstum der NFL in Deutschland beteiligt sind. Und habe auch unter anderem den NFL Deutschland Podcast, der seit kurzem, sage ich mal, jetzt vom Lead Entertaining Partner der NFL Cyberport gesponsert wird und freue mich sehr, euch da an Bord zu haben. Ja, wir freuen uns natürlich, dass du hier bist. Und wir als Technikhändler, uns interessiert dann natürlich auch nochmal die Technikseite und die technikaffine Seite vielleicht auch von dir. Deswegen habe ich ein kurzes Quiz vorbereitet für dich. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann kommen wir zur ersten Frage. PlayStation oder Xbox? PlayStation. Apple oder Microsoft? Apple. Smartphone oder Notebook? Smartphone, obwohl ich mein Notebook natürlich auch brauche. Zum Arbeiten und produktiv sein, ja. Wenn du im Urlaub bist, bist du dann eher Team Flugmodus oder Team Instagram? Eigentlich auf jeden Fall Team Flugmodus. Also du brauchst deine Ruhe und willst komplett abschalten. Ja, wenn man schon mal im Urlaub ist, dann sollte man auch ein bisschen mal Urlaub von den elektronischen Geräten haben. Okay, sehr gut. Podcast hören oder Video schauen? Ich würde sogar sagen Video schauen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch, weil du dann Football schauen kannst, oder? Ja, manche Clips oder auch Interviews von den amerikanischen Kollegen, um noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen rauszufinden über den oder die einen oder andere. Virtual Reality oder Real Life? Real Life. Kino oder Fernsehabend? Ein Fernsehabend. Und zur letzten Frage, Football spielen oder Football schauen? Football spielen macht natürlich viel Spaß. Das geht leider Gottes nicht mehr. Es ist immer schwierig, das als Hobby zu machen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch übers Football schauen. Ja, Football spielen. Du spielst ja momentan nicht mehr aktiv Football. Trotzdem ist es ja wahrscheinlich eine Leidenschaft, die nicht einfach so aus dem Leben verschwindet. Was würdest du denn sagen, welchen Stellenwert hat Football denn aktuell noch in deinem Alltag? Also wahrscheinlich neben meiner Familie den absolut höchsten Stellenwert. Dadurch, dass ich das Glück habe, nach meiner aktiven Karriere noch so mit dem Sport verbunden zu sein und jetzt auch ja, Teil oder zumindest mal unterstützend mitwirke, den Sport hier in Deutschland voranzutreiben. Was natürlich schön ist, ich bin ursprünglich nach Amerika gegangen wegen dem Sport und jetzt komme ich wieder zurück nach Deutschland mehrere Male und ja, helfe hier beim Wachstum. Also das gefällt mir einfach ungemein. Und du wirst ja wahrscheinlich auch ab und zu mal bei dir daheim Football verfolgen, auch privat, ne? Gibt es da irgendwelche bestimmten Rituale oder Dinge, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen bei so einem heimischen Footballabend? Ja, ehrlich gesagt bin ich bei sowas eher in der ruhigere, dass ich lieber zu Hause bin, ist nicht ganz in der großen Truppe, weil ich natürlich meine alten Teams auch verfolge, gerade die Giants und auch mal die Patriots mir anschaue und dann brauche ich eigentlich eher ein bisschen meine Ruhe und bin lieber fokussiert auf das Spiel. Okay, und wenn du da zu Hause ganz in Ruhe Football schaust, hast du irgendwie besondere Technik, die du da extra fürs Spiel vielleicht auch aufbaust? Also aufbauen nicht, aber ich finde allgemein habe ich gerne einen hochauflösenden Fernseher, weil ich natürlich jede Kleinheiten und Feinheiten beim Spiel mitverfolgen will. Und mir ist auch wichtig, dass ich eine gute Soundboard habe, wo ich nicht nur die Kommentatoren, sondern auch vielleicht mal die Fans und die ein oder anderen Tackle-Geräusche auch noch mitverfolgen kann oder hören kann. Dass du sozusagen schon fast mit im Geschehen des Spiels bist, ne? Und dann hast du vorhin auch schon gesagt, du nimmst den offiziellen Podcast der NFL Deutschland auf. Worauf achtest du denn da bei der Technik? Also man hört immer wieder bei den Leuten, die sich hier die Zeit nehmen, auch fast eine Stunde mir zuzuhören oder uns zuzuhören. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man ihnen eine gute Soundqualität bietet, was ich hoffe, das zu tun. Und ja, natürlich sind die Inhalte auch wichtig, aber eine gute Technik unterstützt das Ganze nochmal. Jetzt hast du ja auch einige Fans, kann man so sagen, die heute hier im Store auch vor Ort vorbeigekommen sind, um sich ein Autogramm von dir abzuholen. Gibt es denn irgendwas, wovon du sagen würdest, du bist Fan?
Ja, ehrlich gesagt, ich bin so Football-Fan noch und auch schon immer gewesen, dass es eigentlich fast auch keine andere Zeit mehr bleibt, von irgendwas anderem Fan zu sein. Das Einzige, was ich vielleicht mal gerne mache, ist mir in Person das eine oder andere, ich wohne in New York, und da in Person mir das eine oder andere Spiel anzuschauen, was auch oft mal Football ist, aber ich gehe auch gerne mal in Madison Square Garden und schaue mir live Eishockey oder Basketball an. Aber Fan von einem bestimmten Spieler oder von der Mannschaft bist du jetzt nicht? Ich verfolge eigentlich allgemein so die deutschen Profisportler schon sehr, gerade in den amerikanischen Sportarten. Habe mich auch vor nicht allzu langer Zeit mit Daniel Theiss, dem NBA-Star aus Deutschland, getroffen, der auch dann Gast bei mir im Podcast gewesen ist. Und ja, das sind so Sachen, dass ich quasi sage, von denen bin ich mehr oder weniger Fan. Okay, sehr cool. Und ja, deine Fans, die hatten bei uns auf Social Media die Möglichkeit, Fragen an dich zu stellen. Und habe jetzt auch mal einige mitgebracht. Und zwar fragt Peter, wo verfolgst du denn den Super Bowl? Ich habe das Glück, ich werde live vor Ort sein. Und das Schöne ist auch, wir hatten ja ein Gewinnspiel mit Cyberport und verlosen 2x2 Tickets inklusive Flüge und Hotel zum Super Bowl nach Phoenix. Und ich hoffe, dass ich die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen dort auch sogar treffen kann. Das klingt echt mega. Also da kann man neidisch sein, wird bestimmt auch der ein oder andere, schätze ich mal. Dann fragt Max, schon mal Madden NFL gespielt? Hallo Max, natürlich. Ganz klar, ich weiß noch, ich saß als Junge in meinem Kinderzimmer und habe da eine der ersten Madden-Spiele, ich weiß nicht, es war eine der ersten Mal oder mein persönlich erstes, da war glaube ich noch... Donovan McNabb sogar auf dem Cover von den Eagles, weil die auch, glaube ich, da im Super Bowl dieses Jahr vorher gestanden sind, verloren haben. Und ja, ich bin zwar bei den Giants gelandet, aber an Donovan McNabb und die Eagles, da erinnere ich mich trotzdem noch dran. Ja, mega cool. Also auch sozusagen gerne am Zocken. Auf jeden Fall damals. Heute ist da leider Gottes nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Gut, und dann zur letzten Zuschauerfrage. Die Anna möchte wissen, welche anderen Sportarten du noch so verfolgst. Du hast vorhin schon gesagt, Eishockey. Ja, also die meisten, wie schon gesagt, in Person, wenn dann mal. Ansonsten bin ich selbst immer noch gern sportlich aktiv, aber zu viel Sport zu konsumieren neben Football bleibt eigentlich zum Glück oder leider Gottes keine Zeit mehr. Okay. Gut, das waren die Zuschauerfragen. Jetzt ist ja vor kurzem noch bekannt gegeben worden, dass es 2 Spiele von der NFL in Deutschland geben wird dieses Jahr noch. Unter anderem auch mit den New England Patriots. Was sagst denn du dazu, dass NFL jetzt auch so nach Deutschland kommt und dann auch noch mit diesem Team? Ja, also muss man ganz klar sagen, es war in München so ein unglaublicher Erfolg und Cyberport war ja auch als Lead Entertainment Partner gerade bei der Pregame Show da beteiligt. Jetzt natürlich schön, dass Cyberport die Chance hat, zweimal auch noch für abseits des Feldes noch für eine gute Show zu liefern. Aber die Teams, die jetzt wieder kommen, man sieht, die Patriots sind eigentlich das erfolgreichste Team über die letzten 20 Jahre. Die waren 9-mal im Super Bowl, 6-mal gewonnen, dass man jetzt die mit dem wahrscheinlich der größten Ikone als Head Coach, dass die jetzt nach Deutschland kommen, ist der absolute Wahnsinn. Und dann auch noch die Chiefs mit Patrick Mahomes. Also es zeigt auch ungefähr, wie wichtig der, oder es zeigt auf jeden Fall den Stellenwert, dass für die NFL der deutsche Markt hat, weil sie einfach so Top-Teams jedes Mal nach Deutschland schicken. Sehr cool. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage für heute. Worauf freust du dich denn am meisten beim Super Bowl? Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf ein super Spiel. Wir wissen ja auch schon ungefähr, wer vielleicht, oder ist noch zwischen 4 Teams geht es noch aus, wer im Endspiel stehen könnte. Und es wird auf jeden Fall wieder ein Hammerspiel. Aber ich glaube auch, dass Rihanna, die ja schon eine Weile eine Pause gemacht hat, ich denke, sie wird nicht eingerostet sein. Sie ist auf jeden Fall noch topfit und wird auch eine super Show liefern. Also da freue ich mich allgemein eigentlich am meisten drauf. Sehr cool, dann wünschen wir dir natürlich viel Spaß in Arizona. Es ist so cool, dass du da live vor Ort sein wirst. Und ja, vielen Dank für das Interview. Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, auch hier zu sein. War schon leider nicht mehr in Hamburg. Und ja, danke, dass ihr mich habt hier im Cyberport Store. Ja, vielen Dank dir. Und wenn ihr da draußen jetzt gerne noch ein bisschen mehr über Cyberport und unsere Partnerschaft zur NFL erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal in der Beschreibung vorbei. Da packe ich euch mal einen Link zu unserem Webshop. Und den Podcast von Markus könnt ihr selbstverständlich auch gern hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und bis bald.